Herzlich willkommen zum Literaturtipp. Heute empfehle ich Ihnen von Megan Hunter die Harpyie. In der Mythologie ist das ein Sinnbild fürs Böse. Es kann auch eine schöne Frau sein mit Locken und Vogelfedern. Schauen Sie sich mal dieses Cover an. Sieht schon sehr gefährlich aus. Aber umgesetzt, großartig, und ich habe sofort gedacht, da muss ich reingucken. Um was geht's? Wir haben ein Paar, die in guten Verhältnissen am Stadtrand leben, Sam und Lucy. Sam und Lucy verheiratet, zwei Kinder, er pendelt, sie betreut im Homeoffice die Kinder und kümmert sich um alles. Und dann kommen wir in diese klassische Situation, Mann betrügt Frau. Jetzt denken wir, okay, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie verzeiht ihm oder sie lässt sich scheiden. So, jetzt sind wir bei der dritten Möglichkeit. Jetzt werden sie denken, oh, was gibt's noch? Und die beiden, als das rauskommt, also sie wird angerufen, sie erhält einen Anruf von einem Mann, der sagt, ich bin der Mann von einer Kollegin ihres Mannes und ich finde, sie sollten wissen, dass ihr Mann mit meiner Frau schläft. Also so geht das Ganze los. Und als das Ehepaar sich dann darüber unterhält, kommen sie zu dem Schluss, dass sie ihren Mann dreimal bestrafen darf. Und dann sind wir quitt, sagt er. Aber er weiß nicht, wie sie ihn bestrafen wird und wann sie das tun wird. Und damit begeben wir uns natürlich auf einen ganz, ganz gefährlichen Grund. Das ist eine ganz subtile Angelegenheit, ein ganz schmaler Grat, der immer schmäler wird. Und man ist als Leser in einer Erwartungshaltung, nachdem sie das erste Mal zugeschlagen hat und ihrem Mann wehgetan hat. Wie geht das weiter? Wann passiert das nächste Mal etwas? Geht das in die gleiche Richtung oder will sie ihm auf eine andere Art und Weise wehtun? Das hat eine ziemliche Sogwirkung, und obwohl man sich auf einem sehr, sehr schmalen Grat bewegt zwischen Faszination und Verstörung, finde ich, ist es der Autorin wirklich gelungen, genau das so einzuhalten, dass man gar nicht anders kann, als das weiterzulesen. Ein sehr, sehr außergewöhnliches, tolles Buch, was überzeugend war für mich.